Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. Es gab eine Kuriosität mit den Kommentaren. Ich weiß nicht, ob ein paar verschwunden sind. Auf jeden Fall sind ein paar aufgetaucht, die schon irgendwie ein Jahr alt sind oder so. Sind auf einmal aufgetaucht. Ja, da hat wahrscheinlich der YouTube-Filter die irgendwie zurückgehalten, obwohl ich eigentlich alle Filter aus habe. Man kann auch teilweise verstehen, weil Jo war da ein bisschen offener in den Kommentaren. Wenn der YouTube-Filter die dann deshalb raushält. Ja, also er hat jetzt nichts Schlimmes geschrieben, ne? So nicht. Ja, Prolet wieder alles am Abmetzeln. Apropos Kommentare. Ich habe, glaube ich, beim letzten Mal vergessen, mir eine Markierung zu machen. Das heißt, ich weiß nicht, wo ich war mit den Kommentaren. Ich meine, den vom Prolet hatten wir schon. Ich meine, ich kann mich daran zu erinnern, dass ich das mal vorgelesen habe. Den von Avia weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Deswegen kommen wir auch direkt auf den zu sprechen. Und zwar Folge 184. Hallo Mello. Ein sehr schöner Start. Ich freue mich auf die Abenteuer, die da kommen. Viele Grüße. Grüße zurück. Übrigens ist mir heute aufgefallen, beziehungsweise gerade als ich angefangen habe, und zwar mein Rhythmus, ne, mit den 10 Tagen, beziehungsweise RimWorld alle 5 Tage, basiert darauf, dass ich frei habe und in mein Frei die Folgen aufnehmen kann. Jetzt habe ich aber Bringschicht. Das heißt, ich werde es heute nicht hinkriegen, alles aufzunehmen tatsächlich. Weil ich halt noch arbeiten muss in meinem Frei. Ne, RimWorld ist davon jetzt nicht betroffen. RimWorld kriege ich hin. Green Hell könnte wieder verspätet sein. Ich glaube, ich mache das bei Green Hell bald so. Ich werde einfach Green Hell durchspielen am Stück, wenn ich das nächste Mal Zeit habe. Und dann, ja gut, dann kann ich halt nicht auf die Kommentare eingehen. Ich weiß aber auch nicht, wie lange Green Hell noch geht. Machen wir mal weiter im Text. Folge 147. Boah, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Nayada the Shine. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgeschrieben. Bestes AKW, Dubs Grim Atomics. Kann ich zustimmen, das ist echt ein sehr guter Mod, weil man muss da auch sehr viel machen und so und da ist auch sehr viel mit dabei. Ja, kann ich zustimmen, ist einer der besten für Atomkraft. Wenn nicht sogar der beste für Atomkraft. Aber auch der aufwendigste, ne? Das muss man auch dazu sagen. Ich hatte noch mal einen anderen, wo du... Der war nicht ganz so aufwendig wie Grim Atomics, aber auch mit mehreren Stufen. Jetzt haben wir hier einen, den klatschen wir hin und dann läuft der, ne? Aber da ist Grim Atomics schon eine ganz andere Hausnummer gegeben. Ist auch Grim Feller, ne? Ist ja auch von Dubs. Finde ich auch mega geil. So, dann Folge 149. Wieder Nayada the Shine. Bin auch am Nachholen, lol. Okay, da hat wohl irgendwer geschrieben, dass auch am Nachholen ist. Das ist schon so lang her. Weiß ich nicht, kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nur, Pascal ist ein bisschen warm. Kurios, Hitzeschlag drinnen? Nee, er hat die Schlafkrankheit. Ist die tödlich? Ja. Die kann tödlich sein. Also darf man nicht unterschätzen. Gut, haben wir jetzt ein paar Heilwurzeln. Aber ich will immer noch dieses Gebäude wegkriegen. Wir haben hier... Die können schon abgerissen werden. Die Tische... Ja...
Aber ich glaube, es wäre sinnvoller, vorher eine Küche zu bauen. Wo ist Avia eigentlich dran? Hier. Es wäre schön, wenn ihr das Feuer ausmachen könntet. Guck mal, ich nehme mal alles, was hier in unserem Gebiet drin ist, mit rein. Alles, was wir um die Fallen, sagen wir mal so, ne? Hier. Das können wir erstmal wegmachen, weil die Seite haben wir noch nicht. Die Seite machen wir weg. Vielleicht sollte ich bei Sada das Feuer löschen rausnehmen. Wo bleibt denn der Regen? Okay, Sada kann schon ein bisschen was löschen, bis sie dann irgendwann flieht. Kriegt sie einen Debuff? Angst vor Feuer, ja. Sie kriegt auf jeden Fall einen Debuff. Ist bei Sada vielleicht nicht so geil. Ist Pascal schon... Pascal ist schon überzeugt. Überzeugter Anhänger. Dann berate doch mal Sada. Dann kontern wir die Stimmung dagegen ein bisschen. Hat Sada ein Löschschaumteil an? Ich glaube nicht. Es geht auf jeden Fall sehr viel schneller, wenn Sada hilft. So, die machen wir weg. Das heißt, hier ist... Wo ist denn die eine verschwunden? Hier müsste eine verschwunden sein. Und hier. Eine Archid-Kapsel brauchen wir jetzt gerade nicht. Aber Avia baut ja gerade ganz viel Fallen, ne? Das wird noch ewig dauern. Ich wollte eigentlich warten, bis Avia fertig auch mit Abreißen ist und so. Aber ich denke, wir fangen schon mal an, die nächste Hütte zu bauen. Erstmal braucht Pascal noch ein Haus. Muss auch mal gucken, dass wir mehr Marmor bekommen. Bei den Dreier kann man auch überall... Leute. Ist hier kein Dach drüber? Doch. Kurios. Ach so, hier ist die Toilette. Damit das hier weggerissen werden kann. Wie viel Holz haben wir eigentlich noch? Weil Holz... Gar keins. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Alter, draußen ist aber echt warm, ne?
Hier die Klimageräte funktionieren schon, außer hier in dem Raum. Ich muss das hier mal woanders hinschaffen. Wo wir mehr Platz haben. So. Ich mach die erstmal wieder weg. Damit das hier weggeräumt werden kann, dann können wir hier schon mal ein Haus hinsetzen. Also als erstes machen wir für Pascal das Schlafzimmer. Das bauen wir als erstes. Dann könnten wir überlegen, ob wir eine kleine Krankenstation machen oder uns dann um die Felder bzw. Küche, Kühlraum bzw. Gefrierraum etc. Wir brauchen den Thronsaal und Sadas Schlafraum noch. Hier könnten wir theoretisch direkt eine Krankenstation auf die andere Seite ballern. Gucken wir mal, ob das reichen würde. Damit zumindest die Betten schon mal raus. Dann haben wir eine kleine Krankenstation. Überlegt, ob wir hier noch vielleicht auch ein paar Kommoden reinmachen sollen. Ja, wir brauchen erst wieder. Wir haben nicht viele Blöcke. Der Boden so komisch aus. Ja, wir haben noch keine sterilen Fliesen. Ah, guck mal. Guck mal an.
Es ist krass, ne, wie sie für ein Holz dann da hochläuft. Ah, wer richtige fleißige Biene. Kann gar nicht so schnell klicken. So. Muss da eine Tür hin. Ach, Holz, perfekt. So, machen wir hier eine Kommode hin und hier eine Kommode hin. Haben wir einen Kühlschrank übrig? Ja, theoretisch. Dann können wir später einen von den Kühlschränken nehmen und hierfür Kräutermedizin hinmachen. Und dann machen wir noch. Machen wir hier Kräutermedizin, dann Medizin und Penicillin. Und dann gucken wir mal, wenn wir Verbände machen können, machen wir noch eins für Verbände. So, wir werden jetzt hier die Kabel zuerst wegreißen. Und da machen wir dann unterirdische hin. Und dann reißen wir die hier ab. Ich weiß, wir haben wenig Holz, um das jetzt zu bauen. Ich will aber auch jetzt gerade nicht fällen, weil sonst wird Avia wahrscheinlich die ganzen Fallen zuerst bauen, ne? Aber es wäre vielleicht sinnvoll, wenn sie eh die Fallen, so wie es ausschaut, zuerst macht, wenn wir dann hier oben die Bäume fällen. Dann ist das Holz nicht so weit weg. Dann sind die Wege kürzer. Guck, jetzt muss Avia nicht so weit laufen. Da geht das auch viel flotter mit den Fallen. Ich meine, die brauchen generell ewig lang zum Bauen. Aber ich glaube, jetzt wurden alle Fallen umgesetzt, richtig? Muss auch irgendwo eine Falle sein. Ich sehe nirgendwo was aufploppen.
da gerade qualmt das hier? Es ist mich wohl verguckt. So, jetzt kann aber dann das Labor hier eigentlich ab... Also die wieder weggerissen werden. Quest auch noch ein bisschen. Aber wir müssen den hier ja auch analysieren. Oh, haben wir freigegeben. Aber Sada ist eher am Kochen. Wir kriegen das hier noch gebaut, keine Sorge. Alter, Bauteile. Ah, wer, das sind Bauteile. Aber willst du nicht die Bauteile nutzen, um den Mech-Gestator zu bauen? Damit wir Trägerbots und so bekommen? Und Putzbots? Ich würde sagen, als allererstes machen wir einen Putzbot. Und dann machen wir ganz viele Trägerbots. Am Ende werden wir wieder zwei Putzbots haben. Muss ich es ihr befehligen? Zum Glück haben wir den Strom schon hochgelegt, ne? Wenn sie es nicht selber macht, müssen wir eben mal nachhelfen, ne? So, Mending und der Nähtisch bauen wir auch schon mal. Die kann man ja umsetzen. So, wir machen zuerst einen Putzhelfer. Und danach vier Lastenheber. Das bedeutet aber auch, dass wir die Ladestation bauen müssen. Das vielleicht ein bisschen cooler bauen. Hier haben wir so eine kleine Ladeecke. Das ist kompakt. Können vier Leute drin laden. Da ist der Eingang. Ich würde sagen, wir lassen die auch erstmal so, ne? Aber wie sieht's aus? Hast du kurz Zeit? Kurz Zeit. So, das kann, glaube ich, nur Sada machen. Es muss eine Person sein, die Mechanitor ist und Schmieden hat.
Wir müssen Bambi zum Mechanitor machen. So, das würde theoretisch eigentlich reichen. Sieht aus wie Bambus anstatt Holz. Lustigerweise. Ich werde die Stühle hiervon noch nicht nehmen, sondern werde erstmal neue platzieren. So, hier muss der Boden auch nicht vorher geglättet werden. So, Stahl habe ich. Ich hätte ein Bauteil für zwei. Oh nein, die Bauteile sind hier reingegangen. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. So, damit hätten wir auch die erste Ladestation. Das mit dem Giftmüll ist natürlich ein Problem. Weil wir auch noch keinen Kühlraum haben. Hier liegen tote Hühner. Warum schlachtet keiner? Ah. Könnt das auf den Boden droppen, solange die Lager hier voll sind. Deswegen dauert das so lange. Wird langsamer. Wahrscheinlich, weil er immer jetzt draußen liegt. Okay, ich muss noch mal eine große Fuhre Holz besorgen. Verdrückt. Wieso ist der hier ungeklärt? Geht alles durch die Filteranlage. Prozent. Was machen die alle? Ah, hier hinten. Ah, ja, und die Laufwege.
Ja, Fallen sind aber auch scheiße teuer. Ich habe irgendwie eigentlich 15 Holz im Kopf. Aber das war wahrscheinlich der Betrag mit dem Mod. Ist auf jeden Fall jetzt eine Menge Holz. So viel Hühnerfleisch vergeht, das ist echt nicht schön. Ja, die Frage ist, soll ich es jetzt schon sagen oder soll ich warten, bis sie... Komm, wir machen es jetzt schon, weil die gehen ja sehr schnell kaputt. Okay, Avia kümmert sich jetzt aber auch ums Haus. Das ist gut. Der Vorteil hier ist, ich kann hier doch ganz einfach eine Lüftung reinmachen, oder? Zack. So, alles verbieten. Medizin und Glitzermedizin. Alles verbieten und... Penicillin. Oh nein, das ist natürlich nichts. Prolets, Häuschen. Aber dann haben wir schon mal eine kleine Krankenstation. Damit habe ich natürlich jetzt nicht gerechnet. Einmal bitte das Rohr hier fertig bauen. Ich weiß gar nicht, ist das hier eigentlich Doppelfolge? Ich gerade mal am Handy gucken. Sekunde. Ja, das hier müsste Doppelfolge sein. Yay, Doppelfolge! Schnell die hier die ganzen Bäume gefällt haben. Es fehlt nicht mehr viel. Sada ist aber auch richtig flink. Sada ist im Gegensatz zu den anderen richtig flott. Aber die sind doch alle gleich. Vielleicht liegt es am Vampir.
Die schönen Brücken. Ich finde, die Brücken sind eine gute Idee gewesen. Und hier kommt irgendwie nur Stahlschlott raus. Ja gut, wahrscheinlich, weil die Brocken direkt verwertet werden, ne? Wir müssen bei Pascal auf jeden Fall auch irgendwie was mit den Lungen machen. Wir können einen Lungenflügel könnten wir hier. Wir brauchen Gefangene, um die Lungen daraus zu operieren. Aber welche, die gesunde Lungen haben? Boah, das ganze Hühnerfleisch. Ist hier kein Boden? Sachen müssen auf jeden Fall repariert werden, bevor die kaputt gehen. Der braucht noch ein bisschen. Oh nein, Sada ist traurig. So schlecht geht Sada eigentlich gar nicht. Wir sind bei Reparieren dran. Mach die mal mit hier oben hin. Müsste eigentlich hier nochmal ein Außenlager machen. Einer der Tische setzen wir auch hier oben hin. Damit die hier oben auch essen können. Na, wir müssen das hier halt nach und nach jetzt hier wegholen. Dann lassen wir Awe mal alles reparieren. Oh, Sada ist am Analysieren gewesen. Oh, sehr gut, sehr gut.
So, unser erster Transporter ist erster Putzer ist durch. Sade aus, trägt den nächsten rein. Verweigert Transport. Wenn ihr wieder Ideen habt, wie die Bots heißen sollen, dann könnt ihr das gerne sagen, solange nenne ich sie wieder hier so. Diesmal auch die Kleinen, die könnt ihr auch umbenennen. Kann auch jeder seinen eigenen Namen haben, wenn wir auch mehrere von denselben haben. Aber da das Ding jetzt entmüllt werden muss, ja, aber reparier ruhig alles mal. Das ist okay. Das ist gut. Hier ist vieles beschädigt. Auch wenn wir vieles davon wieder zerlegen werden. Früher oder später. Es wird schon Boden entfernt. Das heißt, wir machen jetzt überall das Anbauen entfernt, dass die noch einmal leer gemacht werden. Und dann wird nichts mehr angepflanzt. Setz mal, leg die mal hier auch rum, weil die Toiletten werden wir ja auch austauschen. Dann kriegen die ja auch elektrische. Dusche hat mit drin, Toilette ist mit drin. Der ist mit drin, ist mit drin. Avia hat das hier hinten nicht. Aber Avia schläft auch nicht. Avia hat ja eigentlich nur ein Zimmer, weil Avia sonst neidisch ist. Gut, sie ist nicht neidisch, sie ist habgierig. Aber wirklich brauchen... Tut sie ihn nicht. Wir nehmen erstmal keine an, haben wir schlechte Erfahrungen mitgemacht.
So, aber da die Fallen durch sind, zumindest für die Seite haben wir noch nicht, können wir mit den nächsten Gebäuden beginnen. Oder natürlich mit den nächsten Fallen. So. Dann machen wir jetzt... Hier haben wir jetzt ja einen. Hier muss noch ein Weg passieren. Und hier machen wir jetzt mal was anderes. Weil eigentlich das dumm ist. Weil die Krankenstation sollte doch eigentlich von mehreren Wegen erreichbar sein, oder? Meine Idee war, ich wollte jetzt hier das Haus drum bauen und hier der nächste Eingang machen. Das ist aber doof, weil die Krankenstation sollte von allen Bereichen erreichbar sein. Wie muss das sein? 4 7 Die Struktur ist analysiert. Ist derselbe Text, also du kannst es nicht vollständig verstehen, aber den nächsten Teil der Karte kann damit entschlüsselt werden, so im Prinzip. Ja, damit ist der durch. So, dann machen wir den hier einmal zum Krankenbett. Ah, shit. Hier habe ich es jetzt vergessen. Das heißt, es muss alles mal einen nach oben. Wir machen mal ein paar kleine Skulpturen, beziehungsweise große nehmen ja auch nur einen Platz weg, ne? Alles verbieten, machen wir aus Steinblöcke und aus Holz. Was haben wir die? Steinblöcke, Jade und Holz. Ne, Holz nicht, ne? Holz nicht. Machen wir das hier auch nicht. Kein Holz, aber Jade. Und kein Zement. Ja, machen wir so 10. Mach du auch mal so 10. Und dann machen wir mal, ziehen wir mal die großen nach vorne.
So, hier muss noch ein Boden rein. Dann machen wir jetzt hier Schieferfliesen. Das Kalk steht doch mal auf. Ist ja komisch. Noch Strom rüberlegen. Ah, ist endlich aufgestanden. Oh, ne Sekunde. Hier machen wir Stromkabel noch nicht. Mach das mal bitte zuerst. Denn wir müssen ja hier auch wieder den einen lassen. Dann können wir hier zwei Skulpturen oder so hinstellen. Ich glaube, es wäre echt sinnvoller und billiger, wenn wir wieder die Multi-Split-Klimatechnik holen würden. Das sieht irgendwie kacke aus. Sekunde, kann man das irgendwie verlängern? Zumindest um ein, damit man hier diesen Boden nicht sieht. Zählen wir nicht, wir haben kein Holz. Hier wurde schon mal anfangen, Boden zu glätten. Nicht schlecht, aber ja. So, wir haben die sterilen Fliesen. Hier muss auch noch ein Boden rein. Und es sind auch wohl welche mit Tragen beschäftigt. Naja, immerhin ist jetzt alles geputzt. War ja ein richtiger Saustall.
Forschung platzieren wir auch jetzt erstmal einfach nach draußen. Und bei Avia kannst du Poker spielen. Poker, Schach. Poker. Ja, kein Platz dafür. Ich habe überlegt, hier das ganze Essen hinzumachen und dann hier die Felder. Vielleicht machen wir es doch hier hin. Weil ich ja die Tiere hier habe. Dass wir sonst vielleicht hier den Kühlraum machen. Dann hier so die Küche. Hier den Ess- und Aufenthaltsbereich. Beziehungsweise sonst machen wir hier den Thronsaal hin. Und dann essen die wahrscheinlich auch wieder im Thronsaal, ne? Holz braucht noch das eigene Lager im Prinzip. Ein gutes Holzlager. Ist das ein Bonus, ein eigenes Schlafzimmer, eigenes Badezimmer zu haben? Kalt gebadet? Ja, halbwegs imposanter Baderaum. Herrliches Feuer. Achso, das ist ein Pyromane. Ja gut, komm, dann bauen wir jetzt hier einen schönen Machen wir hier nochmal ein Tor hin. Und dann machen wir hier mal einen Einerweg.
Jetzt müssten wir eigentlich eine doppelte Wand bauen. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Kannst du die erstmal... Okay, das funktioniert tatsächlich. Sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. So, ich hätte gern eine Tür hier. Hier die nächste Tür hin. Hier machen wir dann auch die Schlachtbank rein. Jetzt habe ich sie weggedrückt. Praktisch, wenn sie ein breiter gewesen wäre. Sonst machen wir sie einfach noch einen breiter. So, alles verbieten, Einstellung kopieren, einfügen, einfügen. Ist ja kein Problem im Holz, ne? Haben ja genug, oder? Aber gut, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!